Was Beziehungen und Anziehung wirklich zerstört hat, das ist die vulgäre bzw. kindliche Idee der Gleichheit und auch Gleichbehandlung. In Natura gibt's weder das eine noch das andere. Ohne Polarität gibt es kein Leben. Gleichheit und Vielfalt sind Konfliktziele und die Reibungen zwischen Mann und Frau sind das Natürlichste der Welt. Genau wie unterschiedliche Erwartungen an die beiden Geschlechter natürlich sind. Und deshalb spreche ich ja auch immer von Geschlechteraufgaben und nicht von Rollen, wie es die Vogue-Generation tut, welche ja teilweise so weit geht, Männlichkeit und Weiblichkeit als soziale Konstrukte zu deklarieren. Ist es freilich nicht. Menschheit, das ist ein soziales Konstrukt. Völker hingegen, Ethnien sowie Mann und Frau, das hat alles realen Bestand, weil es eben natürlich gewachsen ist und nicht künstlich, propagandistisch gefüttert werden muss. Und um den Bogen wieder zu schließen, ist das, was Mann und Frau für Anziehung tun sollten, die Qualität des anderen Geschlechts auszugleichen, zu ergänzen, zu komplementieren also. Krampfhaft Verständnis vorzugaukeln und immer nachzuvollziehen, warum Weiblein oder Männlein so handelt und reagiert, wie es das tut, ist dabei absolut zweitrangig. Wahrscheinlich eher kontraproduktiv.